Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Heute geht's in der Runde weiter. Und zwar beim letzten Mal war es ein bisschen langatmig. Da schaue ich jetzt, ein bisschen mehr Schwung reinkriege. Ich werde jetzt halt nicht mehr diese ganzen Missionen machen, so wie es jetzt hier ist mit Frachtdiebstahl oder Wettkämpfe oder was hier sonst noch alles ist. Das Ganze mache ich dann offline. Das mache ich dann, also spiele ich dann für mich selbst. Und was ich jetzt mache, ich gehe dann ganz normal in die Mission weiter und hier an diesen ganzen Erinnerungsstücken und schaue, dass ich das dann so nach und nach abarbeite. Ich markiere mir im Endeffekt gleich mal hier dieses Child Dickens, also die Erinnerung. Hier steht es echt bis hier und mit dir. Schau mal, wo war die? Auf der anderen Seite. Voila. Und gehe dann auch gleich mal in die Richtung. Ah, warte mal. Kann ich was geben? Nein. Na gut. Wenn es nicht geht, dann kriegt ihr leider nichts. Ich hätte euch gern was gegeben. Ich finde die Welt an sich so relativ cool gestaltet. Wenn man sieht immer die ganzen Kinder, wo Fußball spielen oder hier an der Tonne, wie sich die Leute aufwärmen. Nach, ja, wahrscheinlich nach Essen suchen. Wie es aussieht. Ja, oder Pfand, wobei es das da wahrscheinlich noch nicht gegeben hat. Oder grundsätzlich nicht gibt in England. Ich werde mir... Hui, was ist denn das? Ach, eine Feuerwehr. Ist ja geil. Soll ich mit der Feuerwehr jetzt rumfahren? Kein Ärger? Nee? Okay. So ist dann gehen wir Feuerwehr spielen. Vielleicht sind das ja ganz andere Pferde, vielleicht laufen die ja schneller. Oh. Auf geht's. Also es lässt sich aber schon mal viel, viel, viel schwieriger steuern, muss ich sagen. Anders sagt schon nicht so langsam fahren. Hier, der Kessel kocht eh schon irgendwie über. Oder läuft über, je nachdem. Langsamer, sonst kriege ich die Kurven hier nicht. Das ist das Feuerwehrauto oder das Feuerwehrpferd. Was ist das Gebiet für Level 8? Oh. Oh. Ist das ja auch hier Level 8? Empfohlenes Level, das ist Level 4. Okay. Probier's jetzt einfach mal. Entschuldigung. Aber ich meine, die Erinnerung selbst ist jetzt auch von Level 4, also sollte es normalerweise nicht so dramatisch sein hier. Wobei man schon merkt, dass es hier wieder die bisschen gehobenere Gegend ist. Im Gegensatz zu... Oh, wo kommt der her? Also im Gegensatz zu dem, wo ich vorher war. Aber ich glaube, ich will dann irgendwie wieder einen anderen Wagen, also eine andere Kutsche. Die ist ein bisschen... Schwergängiger. So, gut, wir sind am Ziel. So. Oh. Stopp. Dann. Muss ich da hoch oder da rein? Schau mal, gehen wir mal kurz da rein. Gibt es hier was für mich? Nein. Aber es muss irgendwo unten sein, auf alle Fälle. Sicht. Geht's irgendwo rein? Nee. Ah, doch. Hier. Da ist noch eine Flasche, die glitzert und leuchtet. Kann ich die klauen? Aufheben. Ah, okay. Eins von vier Bierflaschen habe ich gefunden. Sind noch welche? Nö. Naja, gut. Dann gehen wir hier zu unserer Erinnerung und schauen wir, was die von uns möchten.
Nun, Charlie, hält der Ghost Club neue Horrorgeschichten für mich bereit? Wie der Zufall es will, ja. Folgen Sie mir. Nummer 50 Berkeley Square. 4 Stockwerke und der Schriftzug Zutritt auf eigene Gefahr. Um dieses grausige Anwesen ranken sich viele Geschichten. Beim frühesten Bericht über einen Spuk ging es um den Geist eines kleinen Mädchens, das von einem Diener ermordet wurde. Sie wurde oft am Dachfenster gesehen, wie sie weinte und ihre kleinen Hände in verzweifelter Pein verdrehte. Die Arme. Kommen Sie! Das Haus erwartet uns. Was? Das Haus erwartet uns? Na gut, dann gehen wir mal da hoch. Danach spukt auf dem Dachboden der Geist einer jungen Frau, die sich aus einem Fenster im obersten Stockwerk stürzte, um dem Missbrauch durch ihren Onkel zu entgehen. Ihr schreiender Geist wurde von Augenzeugen mehrfach am Fenster ins Hängend gesichtet. Das Anwesen war kurz im Besitz eines Mr. James Jasper, der Co-Leiter, der dem Opium verfallen war. Sein Neffe Edward war einer von Mr. Jaspers Schülerinnen versprochen, der schönen und zierlichen Rose. Allerdings verschwand Edward unter mysteriösen Umständen und bald darauf auch Jasper selbst. Vielleicht trieb ihn sein Kummer zurück in die lindernden Arme seiner berauschenden Liebe. Nun gut, also irgendwie... Jetzt haben wir gegen dieses Phantom und gegen dieses vermeintliche Phantom kämpfen müssen. Auf geht's. Und jetzt geht's um einen Geist von einer verstorbenen Frau. Bin ich mal gespannt. Lauf schön weiter. So, runter mit dir. Sollen wir? Hallo? Aussteigen? Gut, dann untersuchen wir mal das Spukhaus. Jetzt erstmal würde ich es von außen gerne so anschauen. Ach, das ist eine Kiste da oben. Okay. Obwohl das Haus leer steht, sagen manche, dass es nachts von Schreckensschreien, läutenden Glocken und knallenden Fensterläden erfüllt ist. Das hat mit Sicherheit irgendwas mit Zugluft zu tun. Den Keller kann ich nicht runter. Hier an dem Punkt geht's. Ach, wieder nach draußen. Aber ich kann nach Hinweisen suchen. Oder ich muss nach Hinweisen suchen, je nachdem. Hier im Eingang vibriert der Controller die ganze Zeit. Ich kann ja wissen, ob hier irgendwas ist. Also einmal untersuchen wir das Klavier. Dies unheimliche Phänomen kann leicht mit Schläuchen und Ventilen nachgestellt werden. Manche sagen, ein junger Mann war auf dem Dachboden eingesperrt und ein kleines Loch in der Tür sei sein einziger Kontakt zur Außenwelt gewesen. Der junge Mann sei durch diese Isolation schließlich dem Wahnsinn verfallen. Die Legenden scheinen sich auf diesen einen Raum zu konzentrieren. Schön. Hier vibriert der Controller schon wieder. Ach, und die Kinderkrippe bewegt sich freundlich vor sich hin. Also, noch zumindest. Es vibriert schon wieder. Zuerst will ich mal aber die Kiste öffnen. Gut, hier mit den Türen, wie es aussieht, kann ich gar nichts anfangen. Schade eigentlich. Na gut. Er vibriert. Aber ich sehe noch nichts. Nur Luftzug. Nichts weiter. Oh je. Vielleicht warte ich hier, während Sie diesem verstörenden Gelächter auf den Grund gehen. Das mich überhaupt nicht beunruhigt. Hier war gerade ein Kind. War das das Kind aus der Krippe? Jetzt muss ich nochmal den Flügel untersuchen. Ich schätze, dass hier irgendwas auch wieder verborgene Türen gibt. So, ja, inspizieren, komm. Jetzt. Ab.
Du kleines Scheißkind, bleib hier. Wo läufst du denn hin? Raus? Komm. Hallo? Alter, wie viele Kinder sind das? 3 Stück? Bleib hier. Alter, der ist ganz schön flink. Stopp! Lass mich los, du Esel! Was habt ihr bei dem Haus zu suchen? Was geht dich das an? Sag's mir, sonst prügel ich's aus dir raus. Schon gut, schon gut. Wir haben nach dem Schatz gesucht. Wir fanden einen Schlüssel für den Geheimgang. Ein Geheimgang? Ja, in der Nummer 50 gibt es einen. Hier, der Schlüssel. Lass mich in Ruhe. Okay. Ich habe mir schon fast gedacht, dass wieder mal so eine Geheimtür ist, wie... Halt, warte mal. Achso, das ist das kleine Kind, wo wegläuft. Ich habe mir schon gedacht, dass es dann eine Geheimtür gibt. Ich sage ja, das ist irgendwo in der Nähe vom... vom Feuer. Also vom Kamin. So, halte mal. Dann gehen wir da wieder zurück. Oder ist der Geheimweg irgendwo hier unten? Aber ich... Nee, ich glaube das gar nicht. Ich sag, der ist hier oben irgendwo. Achso. Da sitzt nur wieder jemand. So, Mr. Dickens. Wir sind wieder da. Hier ist ein Schloss. Aber mir fehlt der Schlüssel dafür. Sie haben Glück. Ich habe ihn. Nein, hinter dem Was? Das ist doch kein geheimer Raum. Das ist wahrscheinlich nur irgendwie so ein kleiner Safe dahinter oder so. Okay. So weit habe ich es jetzt nicht gesehen. Ach, wobei, hier geht die Treppe noch nach oben. Ah. Okay. Das hätte ich auch rausfinden können. So, hier gibt es noch, weiß nicht, sieht aus wie Schneeschaufeln. So, 2 Hinweise gefunden. Dann tippen wir mal hier auf die Hebel. Aha. So funktioniert der Spuk. Enttäuschend langweilig. Verschwindet aus meinem Haus! In Deckung, Charlie! Was bist du für einer? Im Geiste habe ich's getan! Ich habe es wieder und wieder getan! In diesem Raum! Aber es hat nichts genützt! Niemand hat Rose auch nur annähernd so geliebt, wie ich sie liebte. Das hätte ausreichen sollen, um meinen Neffen von ihr fernzuhalten. Mein armer Ned. Vergib. Super. Dickens ist natürlich mal abgehauen. Aber was bekomme ich hier in dem Raum noch? Gibt's hier... Ach, warte mal. Hat der irgendwas dabei? Schau mal, plünder mal kurz. 18 Pfund? Ernsthaft? Ansonsten war er den ganzen Tag nur hier oben. Ich habe gehofft, ich finde hier irgendwie noch ein bisschen mehr. Na gut. Dann. Hier ist auch noch eine Tür. Aber geht auch nicht auf. Okay. So, Mr. Dickens. Schau mal, wo steht er? Na, hier nicht. Ist er ganz unten. Endlich. Der Mythos wurde entschlüsselt.
Es gab keine Geister am Berkeley Square. Nur eine verlorene Seele, die von Schuldgefühlen und Drogen zu Mord und Wahnsinn getrieben wurde. Das könnte der Beginn eines großartigen Romans werden. Ich frage mich, ob ich es immer noch kann. Gut, das haben wir geschafft. Einen neuen Fähigkeitspunkt haben wir bekommen. Den werden wir natürlich dann versuchen, natürlich auch zu verteilen. Wenn möglich zumindest. Ja, zwei Stück gibt's. Okay, die Treffer unterbrechen nicht mehr meine Combo. Nehmen wir mal schlechter 2. So, jetzt haben wir ja nichts anderes mehr. Schauen wir mal, was können wir hier noch herstellen? Ausrüstung. Den hier wollte ich mir ja bauen. Einen Schlagring haben wir auch bekommen. 441. Aber da ich ja so oder so alles haben möchte. 140 Metall fehlt mir. Aber das kriege ich dann durchs Blättern schon wieder hin. Hier haben wir noch... Ach, schau an. Ein Blutgürtel. Das habe ich ausgerüstet. Den Handschuh gibt es noch nicht. Finden Sie Herstellungsvorlage, um den Gegenstand freizuschalten. Müssen wir dann natürlich auch noch machen. Drei, drei. Vier, vier. Fünf, fünf. Okay, da unten gibt es dann noch andere Sachen. Aber, weißt du was, dann nehmen wir schon mal das hier her. Gut. Den Rest, glaube ich, den lasse ich jetzt mal so. Upgrades. Großer Messerbeutel. Ich hoffe hier geheimer Gegenstand. Bombengürtel. Geheimer Gegenstand. Ich glaube ja, dass wir hier dann noch Dings bekommen. Dass wir einen größeren Medizinbeutel kaufen können oder ja, herstellen können. Dann machen wir die nächste Dickensänderung. Die Höllenglocken. Ich glaube, der hat es momentan mit Geisern. So, dann. Da haben wir es auf dem Weg. So allzu weit ist es ja eh nicht. Ja. Jetzt, da laufen wir mal durch. Hier sind ganz schön viele von den anderen. Die möglich würde ich behaupten mal kein Stück. Was? Alter. Da gibt es ganz schön viele, die mich nicht mögen, aber jetzt werde ich mal fast mal hier diese Kutsche organisieren. So. Sachte. Auf geht's. Schneller, schneller. Weiter, Mädchen. So, 60 Meter. Ruhig, Mädchen. Ruhig. Ups, Entschuldigung. Ho! Nun gut, dann Dickens, wir sind wieder da. Ich hoffe, heute gibt es wieder andere Geschichten. Ich glaube, das ist der gleiche Laden, wo wir vorhin auch schon waren. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber dann schauen wir mal. Enthüllen Sie die Wahrheit hinter einigen paranormalen Diebstählen?
Ja. In letzter Zeit gab es eine Flut von recht verblüffenden Diebstählen in der Stadt. Diebstähle? In London? Dass dieser Tag jemals kommen würde. Zuerst erschienen sie wie normale Diebstähle, aber die Täter haben alle ausgesagt, dass sie unter dem Einfluss einer übernatürlichen Macht standen. Ich glaube zwar auch, dass Kriminellen vor dem Gesetz jede Ausrede recht ist. Jedoch haben diese Diebe alle das Gleiche vorgebracht.